Ein überragender Beachvolleyball-Sommer neigt sich mit dem letzten Tourstop in Münster dem Ende. Die Highlights der Frauen präsentiert euch die Allianz. Los geht's mit einem der etwas wilderen Ballwechsel im Turnier. Kira Walkenhorst hat sich über den Sommer auch was von ihrer Partnerin abgucken können, denn eigentlich ist es Anna Grüne, die beim Zuspiel gerne mal verrücktere Dinge ausprobiert. Hier ist es Kira, die beim Zuspiel springt und Anna dann mit dem gecutteten Bagger. Naja, gut. Chenoa und Lisa mussten in Münster ein bisschen Aufbauarbeit leisten, nachdem der Tourstop in Bremen nicht ganz so erfolgreich lief. Auch die Annahme war es bei Chenoa jetzt noch nicht, dafür aber umso mehr Lisas Run und Chenoa, die den Ball dann knapp hinter dem Netz noch runterbringt. When it rains it pours, denn auch das nächste Highlight gönnt sich das Beachteam Chris Kotzern, die für dieses Spiel scheinbar ein Flugticket gebucht haben. Zweimal heben sie ab und kratzen diesen Ball noch irgendwie aus dem Sand. Der Punkt ging am Ende dennoch an die Oberländer Zwillinge, die in Münster das erste Mal dieses Jahr als Zwillingspärchen aufgetreten sind. Melanie Paul und Nele Schmidt konnten nicht an die erfolgreiche Zeit aus Bremen anknüpfen. Dort noch Dritte geworden, reichte es in Münster nur noch für Platz 9, aber in den Highlights finden wir sie trotzdem wieder, denn Melly Paul, aka Deutschlands frechster Frechdachs, packt hier mal die Pranke aus und sichert das zwischenzeitliche 15:11. Wie sie dieses Spiel dann aber noch verlieren konnten, wissen sie wahrscheinlich nicht mal mehr selbst. Um Kira Walkenhorst und Anna Grüne auf ihrem Höhenflug aufzuhalten, nachdem sie gerade zwei Turniere in Serie gewonnen haben, musst du dir was Besonderes einfallen lassen. Wie zum Beispiel den Sandra Ferger Classic. Der Laser in die komplett offene linke Feldhälfte und ich sag euch wie es ist, den hat sie genau so gewollt. Wir springen ein bisschen weiter im Spiel und gönnen uns eine Monster Rally. Tines Aufschlag verursacht bei Kira ein paar Annahmeprobleme und dann versucht sie es ihrer Teampartnerin Sandra Ferger gleichzumachen. Der Laser reicht dann allerdings noch nicht. Doch Vorhang auf für Sandra Ferger. Sie kratzt diesen Ball irgendwie noch hoch und gönnt sich den Punkt danach mit dem Cutshot vom anderen Planeten. Alter Schwede. Von Sandra Ferger. Und Sandra ist so hammerhart im Tunnel. Also, gerade mit Tine abgeklatscht hat, da siehst du genau, dass Tine sich gerade richtig erleichtert fühlt. Und Sandra so dermaßen im Tunnel ist. Sau stark. Leo Klinke und Lena Ottens haben in Münster ein unfassbar gutes Sideout gespielt. Um das zu brechen, brauchte es Highlight-Plays à la Anna-Lena Grüne, die diesen Ball unfassbar gut rausholt. Selbiges kann man zwar auch über Lena Ottens sagen, doch trotzdem fiel der Punkt in die andere Richtung, weil Kira Walkenhorst mal wieder aufspielt wie eine Olympiasiegerin und diesen Cut mal so perfekt platziert. Wenn Kira und Anna so gut spielen, dann führt der Weg zwangsläufig aufs Podium. Platz 2 im Turnier, Platz 3 in den Highlights, denn Anna zeigt mal wieder, wie gut sie in der Abwehr spielt und dann gelingt ihr auch noch die Transition für einen maximal geilen Angriffsschlag. Komplett fit war Anne Krohn nach ihrer Verletzung in Bremen leider noch nicht. Ein Attribut, was sich Anna Behlen wahrscheinlich nicht mal am zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Vita schreiben kann, denn wie zur Hölle holt sie diesen Ball und lasert den genau auf die Linie. Es war am Ende ein mehr als verdienter dritter Platz für Leo Klinke und Lena Ottens. Im ersten Spiel der Verliererrunde ging an den beiden wirklich überhaupt nichts vorbei. Überraschende Bälle von Melly Paul und Nele Schmidt konnten den beiden nichts anhaben, nicht mal der Laser, an den Lena hier noch den Arm bekommt und sich Platz 1 der Highlights der German Beach Shores Münster mehr als verdient hat. We'll be right back.
Münster, thanks for having us. Es war eine 10 von 10 und hat unnormal Bock gemacht. Am Timmendorfer Strand wird das ziemlich sicher genauso weitergehen, deswegen solltet ihr euch jetzt mal eure Zuschauertickets sichern, damit ihr auch seht, welcher von diesen Beachvolleyballern wieder am Tindern ist.